Hallo und willkommen zu meiner fünften Let's Play-Folge. Und heute habe ich einen Nebenkommentator, den Edith Apap. Hallo, ich bin Edith Apap. Und ja, wir wollten, glaube ich, in die Höhle gehen, so wie ich es mir das recht vorgestellt habe. In dieser Folge, in dieser fünften Let's Play-Folge. Kann man da auch Licht anmachen in der Höhle? Jetzt sehen wir nicht nichts. Ja, dann mache ich mal ein bisschen Licht. Okay, Was suchst du denn in der Höhle? Ich will erstmal einen Stein abbauen. Aus irgendeinem Grund? Ja, weil Steine braucht man halt für Werkzeuge. Für gute, für bessere. Und ja, ich habe jetzt schon 45 Steine. Ich will einen 64er Stack, weil in einem Stack passen 64 Steine. Gibt es da nur Stein oder kannst du da auch Eisen aus der Höhle rausholen? Ja, ich muss bloß erstmal finden. Achso, dann such erstmal weiter. Oh, hier habe ich mir einen Gang gegraben. Oh, hier geht es zu einer anderen Höhle, da will ich jetzt noch nicht rein. Warum nicht? Ja, weil ich dann wieder so verwirrend hochkomme und dann falle ich in die Lavaschlucht vielleicht. Bist du eigentlich im Survival-Modus? Ja. Ah ja. Let's Play ist immer im Survival-Modus, sonst wäre es ja langweilig. Ich habe ja erst. Diese komischen Zombies da noch irgendwo in der Nähe? Die habe ich jetzt gerade ausgeschalten. Also. Ich werde sie aber dann in den nächsten. Ah, Eisen! Wer? Gut. Wie war dann ausgeschalteter Zombie oder was war die? Ich habe die Zombies und die Mobs, die Monster ausgeschaltet. Und diese Creeper auch? Ja, das sind ja Monster. Monster? Monster. Also. Ich habe ein Moho-Monster. Okay, zack. Zack. In dieser Folge werde ich nicht so viel Let's Play spielen, denn ich werde anschließend, also jetzt noch in der Folge, also ich werde jetzt 5 Minuten Let's Playen oder so, oder sagen wir 6 oder 7 Minuten. Daraufhin warnt mich, ja, bitte. Edith Apap, wann ich aufhören muss, weil dann zeige ich euch noch, wie man einen Check-in-Schalter beim Flughafen baut. Sehr interessant in Minecraft. Und ja. Wonder. Okay, das war meine außerirdische Sprache. Die versteht natürlich keine Sau. Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Links oder rechts? Rechts. Grrr, und es gibt hier nur Sackgassen. Grrr. Okay, ich höre mal auf mit meinem Grrr. Okay. Du. Erstmal einschlafen. Okay. Ich traue mich in die Tiefen und in die höchsten Höhen. Wieder in die Lava reinfallen. Nee, das lasse ich besser. Oh, Sackgasse. Schrotti. Also, es ist. Grrr, ich wollte doch links runter. Da geht's ja auch nicht lang. Sackgasse, Doppelsackgasse, Dreifachseigasse, Seigasse. Ihr kennt ja alle bestimmt die Seigasse. Und weil die so seigig ist. Ah, Eisen an der Decke. Das habe ich auch schon oft gesehen. Ich glaube, das habe ich nicht mal in meiner anderen Let's Show Welt. Ah, Mann. Und übrigens. Wenn schon, müssen wir jetzt wieder tiefer in die Höhle rein. Und ich glaube, bald höre ich dann auch jetzt gleich auf mit dem. Mit der Let's Play-Folge, weil ich wollte euch ja den Check-In-Schalter zeigen.
Ach no. I'm no thanks. Okay, Die ist aber schön, die Höhle. ja, die Höhle, die ist. Ja, ich gehe jetzt runter, ich habe keine Wahl. Weißt du überhaupt, wo es da lang geht und wie du da rauskommst? Ich baue mir eine Treppe runter. Und so. Ist nicht oben aus einer Höhle raus oder gibt es bei dir oben auch Grrr, der was? macht sich selbstständig, der Laptop. Jetzt macht er sich nicht mehr selbstständig, okay. Also. Also, falso. Und geil so. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das hat mir natürlich nicht so viel ge. Ich war aber auch so schlau. Erstmal wieder eine Treppe runterbauen. Und jetzt. Wow. Kohle. Ohne den Ole gibt es keine Kohle. Okay. Also ihr seht, wie hart das ist. Ich will dich runterfallen. Ein bisschen Kohle gibt's ohne Ole. Obwohl die nutze ich jetzt noch ab. Abnutzen. Ohne Stutzen. Ah, wir sind aber nicht beim Fußball. Okay. Wow. So. Oh. Ich brauche Licht. Licht mit dem Specht. Kasimir. Okay. Sodele und Sodebä. Und ich glaube, so wie es hier gerade aussieht, werde ich hier nicht so leicht runterkommen. Okay, dann werde ich wohl jetzt einen Check-in-Schalter bauen müssen. Nicht deswegen natürlich, weil ich euch das noch zeigen wollte. Jetzt höre ich gleich auf. Ach, das ist Kackloch. Das kenne ich. Kackloch. Hey, Kackloch. Hey. Wo bin ich? Ich bin natürlich in der Höhe. Okay, in einer sehr geilen Höhle. In der Höhle, wo ich nicht mehr hochkomme. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, jetzt müsste ich gleich wieder hochkommen. Und dann beende ich die Folge mit voller Angst auf die nächste Folge. Also, Tschüssi. Kowski, Let's Play Welt, würde ich sagen. Und ich gehe jetzt doch wieder hoch in meine alte Höhle. Ist mir so gruselig. Puh. Okay, hab ein bisschen Schnupfen. Oh, das Arschloch. Okay. Dann wollte ich euch jetzt zeigen, wie man Check-in-Schalter baut. Dazu gehen wir jetzt einfach in eine Welt, die Let's Build heißt. So. Die ging ganz leicht. Ich erkläre es jetzt. Hier ist so ein Check-in-Schalter. Da stellt man Güterloren drauf. Ich zeige euch jetzt nur das, nicht das gut. Das geht dann halt aufs große Förderband. Drückt auf den Knopf. Und das fährt mit, die Güterlore fährt mit dem Gepäck los. Da jetzt die hier Güterloren schon da sind, fährt es nur im Kreis. So. Jetzt will ich euch aber den Check-in-Schalter so zeigen, also wie hier. So ist das Ganze aufgebaut und ja, da fangen wir jetzt einfach mal an.
Hier ist so eine kleine Bude. Kennt ihr ja alles, die den Dreck. Okay, dann brauchen wir das. Ist wichtiger als das. So, ihr könnt jetzt entscheiden, wie breit ihr den macht. Ich würde euch raten, ihn nicht zu breit zu machen. Zwei würden reichen, weil ihr braucht ja einen zum Eingang. Also hier so und halt auch einen zum Gepäck. Das würde dann so aussehen. Okay, dann baut ihr hier ein Sticky Piston hin, denn ich habe mir jetzt noch eine Verbesserung überlegt. Dann könnt ihr das hier aus Quarz machen. Was ich jetzt nicht so mache. Also schnell mache ich's. Zack, 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 zack. Ihr müsst es natürlich nicht aus Quarz bauen. Ihr könnt es aus jedem Material, aus jedem Baumaterial, könnt ihr das bauen. Diesen Block markiere ich jetzt. Aber normal hättet ihr halt hier jetzt auch noch Boden drum. Und dann würde das alles schon passen. Du darfst dich jetzt bloß nicht auf diesen Block hinstellen. Okay, oh, ich hasse Selbstständige. Okay, dann baut ihr hier ein Sitting und einen Knopf. Dieser Knopf geht zum Sticky Piston. Zum Sticky Piston. Der den dann allerdings hochschiebt. Also durch diesen Knopf muss jetzt bis jetzt der Sticky Piston hochfahren. Was er irgendwie jetzt nicht mag. Er wollte es so, der Sticky Piston. Gut, dann würde ich es ihm mal lassen. Dann machen wir es eben so. Also, das müsst ihr ausprobieren, wie das am schlauesten geht. Jetzt fährt er, denn jetzt. Ich hasse dich, du Sticky. Was ist denn der Fehler? Muss ich den echt so bauen? Grrr. Muss irgend so ein Bug sein? Keine Ahnung. Also, ich kapiere es immer noch nicht. So ist es. Wieso wird der nicht aktiviert? Vielleicht liegt es daran. Ach, egal. Dann bauen wir ihn halt nochmal, den Check-In-Schalter. Ich werde ihn jetzt nicht mehr so schön bauen. Also, dann baue ich. Man kann aber auch hier den Sticky Piston setzen. Das ist ganz egal, wo ihr ihn setzt. Und hier kommt dann das große Förderband. Das kann euch aber alles egal sein. Also. Ich mag jetzt auch nicht, dass die Folge zu lang wird. Okay. Ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe. Also. Hier gibt es ein Sitting, so wie ich das immer nenne. Und hier knallt ihr einen Pisten hin. So, ein Sticky Pisten. Dann habt ihr hier euren Knopf. Hier stellt ihr eine Antriebsschiene, eine normale Schiene. Und wieder dann Antriebsschienen, dann eine normale Schiene aufs Go.
aufs große Förderband. Da kommen halt die anderen jetzt her. Da. Guten Morgen, Ida Verpapp. Okay, und jetzt passt's plötzlich. Also es geht wirklich, glaube ich, nur so. Die anderen Techniken müsst ihr halt euch selber ausdenken. Hier tue ich jetzt mein Gepäck rein. Er hier sagt, Jude. Es leckt bloß ein bisschen, weil ich jetzt gerade aufnehme. Und das Minecart fährt. Das also das Minecart mit Dialoge. Fährt seine tüchtigen Runden. Also, so könnt ihr das Ganze machen. Natürlich bringt ihr die Redstone-Fackeln untereinander an. Und das kapiere ich bis heute noch nicht. Habe ich den irgendwie an die falsche Stelle? Also, ich kapiere es echt nicht. Wenn es irgendjemand von euch schneidet, bitte, aber. Ich wirklich not capisco. Also, da kann ich nichts dazu sagen. Keine Ahnung, was. Dann könnt ihr auch einfach hier so einen Block hinbauen, wenn ihr euch das besser gefällt. Aber naja, mir gefällt halt das besser. Und ja. Eigentlich sind wir damit schon. Fertig. Also ihr seht ja mein Projekt Flughafen. Ich bin noch nicht sehr weit. Deshalb zeige ich ihn euch jetzt auch mal. Also das ist das Parkhaus. Das sind halt die Flügel. Der eine Flügel wird noch weiter weggehen. Und der andere, der ist schon weit weg. Also so. Und ja. Damit würde ich sagen, Tschüssi, Stopski.